Hey, hey, hallo Lutz. Mal wieder startet der Part hier, aber eigentlich sind wir in der Zelle, aus der wir gerade rausgekommen sind. Ah, hoffentlich. Ich hoffe, wir sind da. Bitte. Ich darf jetzt nicht zurückgesetzt. No! Es wurde zurückgesetzt. Okay. Machen wir es wieder auf die Art und Weise hier. Hatte das so funktioniert oder musste man das im Heilmenü machen? Ich weiß es nicht. Der letzte Part ist für mich jetzt auch schon etwas länger her. Nein, lauf nicht weg, bitte, lauf nicht weg, bitte. Nein. Ich glaube, man muss es so hier machen. Und den Sender da oben, den habe ich ja beim letzten Mal auch entfernt. Ach, es läuft gerade alles nicht so, ey. What's wrong? Are you Oh okay? nein. Jeez, did you throw up? Huh? Hiya, was willst du, hä? Nichts, richtig? Gut. So, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Ganz in Ruhe, so. Nebelgranate. Hallo, wer ist da? Ach so, das Gespräch kennen wir ja auch schon. Did you manage to escape? Stimmt, das hatten wir auch schon im letzten Part. Es lief jetzt nur alles hier irgendwie nicht so. Kamera? Oh. Oh. Ich hab Foto gemacht. Ja, Foto. Ja, ich hab Foto gemacht. Foto 01. Nein, nicht noch eins. Nein, nein. Ich wollte, es tut mir leid, ich wollte nicht noch ein Foto machen. Okay. So, jetzt erstmal nochmal essen. Ich habe nämlich echt Hunger gerade. Hallo? Okay, also hier muss bestimmt irgendwo noch Stuff sein. Hier liegt erstmal sogar wirklich noch Stuff. Ein Verband. Verband voll. Nahtmaterial, Desinfektion, Salbe. Stipfig. Kubiktik. Klo. Okay, aber ich scheine einfach hier weiter zu müssen, ha? Grozny Grad Südost. Grozny Grad. Okay, also ich muss
Eigentlich nicht die Leiter hier nach oben. Ich weiß nicht warum. Ich muss ja in irgendeinen. Also warum ich das gerade mache. Ich muss in irgendeinen Tunnel. Und ich habe Hunger. Oh. Also nicht unbedingt Tunnel, sondern halt so ein. Ich glaube eine Kanalisation oder sowas war das. But how do I get there? Hey, was bist du denn? Gadonze? Hallo, ich bin nur ein Karton. Und ich glaube, dafür musste ich in Richtung Südwesten, was ja dann nicht hier wäre. Da hinten vielleicht? Oh, hier ist noch eine Wache. Und hier? Wo führt mich das hin? Nordost? Oder war es Nordost oder was? Scheiße, ich glaube, der war im Nordost, oder? Fuck, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich ruf mal den Major an, der müsste mir das doch sagen können, oder? Major Zero. Snake, have you found any weapons? I've got a fork. You call that a weapon? Without a decent weapon, attacking the enemy head on is suicide. Until you get your gear back, your main focus should be staying out of sight. If by chance the enemy does see you, don't try to fight. Just run away. Got it? Nein, wird mir irgendwo hin. Eva, vielleicht sagst du, Eva, sag du's mir. Without weapons or equipment, you're not going to be able to continue your mission. I got all your belongings with me. Let's meet up outside the fortress. There's an open manhole in the northwestern section of the fortress. Nordwestlich, nordwestlich. Ich bin nordöstlich. Ah, ich weiß, wie ich nordwestlich hingegangen bin. Ich erinnere mich. Da bin ich einmal, also wie ich da hinkomme, meine ich. Da bin ich einmal aus Versehen hingegangen. Das war da. Moment mal. Ich bin ja aber gar nicht an dem Ort, an dem ich jetzt dachte, wo ich bin. Hey, komm mal her. Siehst du das? Nee. Hallo. Tschüss. Oh Gott, ich glaube, ich laufe jetzt einfach ganz schnell in diese scheiß Kanalisation. Sollen sie mich verfolgen, wie sie wollen? Nein. Ach, das ist nicht cool. Ich kann ihr halt wirklich nicht entfliehen. Es ist ja... Pff, wo soll ich denn hin? Und eine Waffe habe ich auch nicht. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin auf jeden Fall. Nordwest müsste da drüben sein. Und durch die Tür, da hinten wollte ich eigentlich gehen. Hallo. Ja, hier wollte ich durchgehen. Ja, ja. Ursprünglich. Mach nicht noch mal. Steh bitte auf. Snake, bitte. Oh, mein Mikrofon ist schon wieder so leise eingestellt, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, das ist nur so ein Empfinden. Noch nicht so cool. Au! Heya! Nordwest, genau. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch irgendwie diesen Tunnel finden und dabei am besten nicht draufgehen. Was ja hier eigentlich wirklich nicht sehr schwer ist, weil ich ja einfach mal... gefühlt null Schaden nehme. Somewhere over here there's a tunnel. Box. Mich verfolgen ja Hunde. Oh Gottchen. Wie ungünstig. Ist der Tunnel hier? Oder ist das nur ein Munitionshaus? Ist nur ein Munitionshaus. M63, ich hab... meine Rettung. Ich habe einfach mal eben eine neue Waffe gefunden. Das ist meine Rettung. Hallo. Oh. Vielleicht ist es meine Rettung. Aua. Au!
Wieso schießt denn da nicht drauf? Er schießt da nicht drauf, na toll. Nett. Hier eigentlich gerade irgendwas an Energie oder so gefunden. Okay, Leute. Ich bin schon mal im nordwestlichen Abschnitt. Jetzt muss ich nur noch diesen Tunnel finden, ja? Ist aber nicht unter dem Truck hier, oder? Ich weiß es nicht. Hey, hier geht's rein. Das könnte es sein, oder? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh, Groznygrad-Kanalisation. Ich habe es irgendwie geschafft. Fucking hell. Kaum noch Ausdauer, kaum noch Energie, aber ich hab's geschafft. Yes, please. Hello, who's there? Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. Mm. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? Figured as much. Yeah, and now all of Groznygrad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is... Is sealed off too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Nee. Leb. Medizin. Ist das vielleicht was, was mich heilt? Mein Leben ergibt wieder Sinn. Ah, ich wusste, es muss so eine Items geben. Okay, which way am I supposed to go? This way. Das wird nicht gut enden. Das wird absolut nicht gut enden, Leute. Ich bin da so schlecht in dem Spiel, ich brauche Hilfe. Augenblick. Ding, ding, ding. Die Ratte ist verschwunden. Ich wollte sie doch nur aufessen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Keine Hundis jetzt. Bitte, die waren... Nein. Nein. Bitte nicht. Ich habe heute nichts getan. Nie. Okay, this worked somehow. Ne, oh, Snake, bitte. Leg dich ein und kriech da durch.
Um Gottes Willen. Habe ich eigentlich meine Tarnung, Bemalung? Nein, natürlich nicht. Keine Bemalung. Nackt. Yeah. Funktioniert das? Huch! Mir gefällt das nicht, dass hier unten Hunde sind. Warum, vor allem, warum sind die hier? Oh Mann. Hi, Turtle. Ich gehe da gleich lang, aber ich will vorher noch hier reingucken. Okay, danke. Und ich will vorher noch essen. Jetzt ist das Essen nicht hinter dieser Dreckstür gespawnt, oder? Fick dich, Spiel. For this. Nobody interfere. This is where it ends. The sorrow.
know the sorrow of those whose lives you have ended. Bosskampf. Augenblick. Ja. Das ist das, was ich gedacht habe. Es sieht nämlich wie folgt aus. Ich muss offen gestehen, vor ein paar Jahren, also es ist jetzt wirklich schon mehrere Jahre her, habe ich mal genau von diesem Bosskampf gehört, von einem Kumpel. Nee, gelesen habe ich davon. Nicht mal gehört, sondern gelesen. Und dieser Bosskampf ist auf eine sehr, sehr, sehr leichte Art und Weise schaffbar. Und das machen wir jetzt. Also ich will vorher ganz gern erstmal zeigen, wie das funktioniert. Und zwar ist es in dem Bosskampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so, dass in diesem Fluss hier alle Leichen sind von Leuten, die ich getötet habe. Das heißt, wenn ich stealthig gespielt hätte, wären hier jetzt nur die Bossleichen. Und so wie ich gespielt habe, sind hier halt ein paar hundert Leichen. Und den muss ich irgendwie ausweichen oder so. Und werde dann am Ende von ihm umgebracht. Also letztendlich, diesen Bosskampf kann man nur schaffen, indem man umgebracht wird. Ich möchte das jetzt ganz gerne mal ausprobieren. Das funktioniert, wie ich gerade denke. Oh! Ja, hier kommt schon der erste Wachenleiche. Da. Aber wir machen das jetzt nämlich wie folgt. Denn ich... Warum geht es nicht? Im Menü benutzen? Kann ich das so gar nicht? Muss ich das hier machen oder wie? Nein. Warum geht das nicht? Oh, wir sind jetzt Wissenschaftler. Also auf jeden Fall muss man hier sterben, sonst schafft man ihn nicht. Aber wieso kann ich die Scheintodpille nicht nehmen? Ich dachte, das ging. Das habe ich zumindest so gelesen. Hallo. Ja, die entziehen mir auf jeden Fall Leben. So wie ich das gelesen habe, muss man ja wirklich einfach sterben, aber wieso geht das nicht? Moment, das will ich jetzt ehrlich gesagt mal ganz kurz googeln. Tut mir leid, aber das will ich jetzt mal kurz googeln. This sorrow... Fake Death Pill wahrscheinlich. Also ich hoffe mal, dass sie so im Englischen heißt. How do I kill... bla... How do I kill... the sorrow? There are two ways to kill the sorrow. One which is the easiest and quick is to try to swim and drown yourself, at which time you can take the revival pill and wake up. But the best way to beat it and get the sorrow come is just walking up the river, which is filled with everybody you killed. All you have to do is just dodge the soldiers and blast from the sorrow, and you will die at the end and take the revival pill. Okay. Also so oder so, man muss sterben und die Wiederbelebungspille nehmen. Tut mir jetzt leid, dass ich euch das jetzt hier... Also jedenfalls wusste ich das schon. Weiß ich, machen wir uns das jetzt so einfach hier? Ich weiß halt nicht, wie lang der See ist, deswegen... Und der Part ist ja ziemlich lang. Ich hoffe, ich will mal noch ein bisschen weiter. Kommt nur her, ich habe meine Gabel, die ich unter Wasser nicht benutzen kann. Wo kann ich denn hier nicht weiter... schwimmen?
Wobei es bestimmt noch ganz interessant wäre, weil ich denke mal... Hoch mit dir! Ich denke mal, so würde man hier bestimmt dann noch die ganzen Bosse treffen und so. Das wäre bestimmt ganz interessant. Ich laufe jetzt mal noch ein Stückchen. Ich habe halt einfach zu viele getötet, deswegen kommen mir jetzt auch gerade wahrscheinlich einfach etliche. Oh. Ist schon ein bisschen gruselig hier gerade. Wen haben wir denn hier? The Pain. Hallöchen, na? Kommen jetzt alle Bosse? Das wäre cool. Dann würde ich noch ein bisschen länger hier warten. Nee, das ist Kinder, oder? Nee. Das ist ein Flammenwerfer-Typ und ein Typ mit Kapuze. Hier kommen jetzt die Generäle langsam. Okay. Noch mehr Flammenwerfertypen. Hey, ich dachte, ich hätte nur einen Flammenwerfertypen gekillt. Das waren scheinbar drei. Vier. Nee, das ist nicht so, sorry. Okay, ich war jetzt bei einem Bosskampf. Es wird noch ein bisschen dauern hier. Vielleicht sollte ich mich doch einfach ertrinken. Sollte irgendwas schief gehen und ich würde sterben, ohne dass ich mich wiederbeleben kann, also dass wirklich Game Over ist sozusagen, dann würde ich auch mich danach einfach ertränken und es so komplett ganz schnell machen. Oh, The Fear! Hallo da? Power. Hallo. Ich will eigentlich nur schnell noch die ganzen Bosskämpfe sehen, Mann. Die Geister von den Bossen. Und hier kommen immer mehr Fische. Tote Fische, oder? Yeah. Da hinten kommt wieder jemand, ist aber wieder nur ein normaler Gegner. Zwei normale Gegner. Drei. Vier. Ja, so vier hatte ich ja schon. Noch mehr normale. So. Jetzt haben wir es auf jeden Fall gleich geschafft. Im Sinne von tot. Und zwar endgültig tot. Ich bin nicht allen Bossen begegnet, leider. Allen Cobras. Es wäre nur Pain und Fear, aber es fehlen noch End und Fury. Hätte ich ehrlich gesagt gern gesehen. Zombies. Da fliegt ein Vogel. Sind hier etwa auch alle Tiere? Nee, alle Tiere sind hier nicht. Ah! Be with you.
Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side? So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigyn? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Salino Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Salino Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah. I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah. I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Okay. Tico Gorni. Tut mir leid, aber ich brauche Essen. Genau wie das. Wurde ich jetzt gerade vergiftet von dem Pilz, den ich abgeschnitten habe? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Was waren hier noch? Lebensmittelvergiftung. Ach, ich habe das jetzt nicht... Ach, Lebensmittelvergiftung. Eigentlich können wir hier gleich noch drin bleiben. Nahrung. Ziege. Schraubenziege.
Gut. Ich würde aber sagen, der Part ist ein bisschen länger geworden, mal wieder. Und das soll es jetzt halt auch für diesen gewesen sein. Ach, das sind nur fast 40 Minuten. Bis zum nächsten Part. Und ciao.